Als 1965 Joachim Kunerts Film Die Abenteuer des Werner Holt nach dem gleichnamigen Buch von Dieter Noll in die ostdeutschen Kinos kam, fand er eine ungeheure Resonanz. Eine Resonanz, die bis heute anhält. Erzählt wird die Geschichte einer Gymnasialklasse, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges noch sinnlos verheizt wird. Im Mittelpunkt stehen der nachdenkliche und feinfühlige Werner Holt und der energische, die Schule verachtende Gilbert Wolzow. Sie glauben beide an den Nationalsozialismus und Freunde zu sein. Erst als sie den Krieg im Osten miterleben, findet Holt zu sich und schafft es, sich von Wolzow zu lösen. Doch um welchen Preis? Am 30. Januar wurde der Film in der Köthener Bibliothek aufgeführt. Eingeladen hatten die Jusos und der DRK-Ortsverband Anhalt Süd. Stargast des Abends war Klaus-Peter Thiele, der Werner Holt, der sich den Fragen des Publikums stellte. Zeff erhielt zuvor die Gelegenheit, mit dem Schauspieler ins Gespräch zu kommen. Zuerst wollten wir wissen, was das Erfolgsrezept des Films war, der auch noch nach 40 Jahren das Publikum in seinen Bann zieht. Als wir damals diesen Film gemacht haben, haben wir nicht gedacht, dass dieser Film so lange aktuell bleiben würde. Und ich glaube auch, eines der Gründe, warum dieser Film noch heute immer gezeigt wird, sowohl im Kino als auch manchmal im Fernsehen, liegt darin begründet, dass dieser Film einfach ehrlich gedreht war damals. Mhm. Es gab nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei. Und ich kann mich erinnern, dass man damals diesem Film vorwarf zu DDR-Zeiten Formalismus. Kein sozialistischer Realismus, keine Widerstandsbewegung und ein bürgerlicher Held, das kam noch dazu. Wie sah Klaus-Peter Thiele selbst den Werner Holt? Meine Schwierigkeit bestand damals mit der Figur des Werner Holt darin, weil es ein passiver Mensch ist. Ein grüblerischer Mensch, der lange brauchte, um erstmal die Zusammenhänge zu verstehen. Während Wolzow immer der Durchreißer war. Der wusste immer genau, was zu tun war. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und natürlich hat er die Figur des Wolzow eine gewisse Attraktivität. Und ich bin deswegen froh, um dann nochmal darauf anzuschließen, dass dieser Film eben nicht diese Chronologie zeigt, sondern in Etappen, sodass quasi auch für den Zuschauer verständlich wird, warum der Holt in dieser Situation nicht anders handeln kann, weil er immer reflektiert in seiner Erinnerung. Und er braucht eben einen weiteren Weg, bis er endlich zu der entscheidenden Tat schritt. Jetzt soll alles falsch und umsonst gewesen sein? Ich kann nicht. Los, fangen wir ab. Gab es Parallelen im wirklichen Leben? Ich bin ganz anders aufgewachsen, auch mit einer anderen Ideologie. Und ich bin während des Kriegs geboren worden und total anders erzogen. Und zum Glück, muss ich schon sagen, ist zum Beispiel ein Wehrdienst, eine Verpflichtung beim Militär oder wie man das auch nennen mag, an mir vorbeigegangen. Ich habe quasi militärisch gedient, immer nur im Film. Es waren unterschiedliche Uniformen, aber ich habe den Ernst einer solchen Situation nie erlebt, zum Glück. Weshalb ist eigentlich der zweite Teil nicht verfilmt worden? Das lag wohl daran, weil der Dieter Noll, der Autor des Romanes, der hatte ursprünglich vor, es mit einer Trilogie abzuschließen. Und dieser dritte Teil ist nie zustande gekommen. Und dieser zweite Teil hätte sich wohl nur dann gelohnt in Verbindung mit einem dritten, mit einer Abschlussgeschichte oder einer, naja, das wäre dann in die DDR-Zeit gerückt und jeder weiß, es wäre komplizierter geworden. Sepp! Sepp! Mein Gott, geh nicht rein. Sie haben einen Menschen. Doch. Geh rein. Los, geh! Es ging das Gerücht um, die Sägemühle-Szene wäre gedreht, aber nie gezeigt worden.
Die Szene ist innen nie gedreht worden, mhm. weil der Regisseur sagte, warum soll ich das zeigen? Ja. Es über die Fantasie laufen zu lassen, mhm. des einzelnen Betrachters, mhm. ist viel interessanter, mhm. viel besser an den Reaktionen der Leute, die aus der Sägemühle rauskamen. Mhm. Da, durch eigene Fantasie, kann man sich vorstellen, was da drin sich abgespielt hat. Heute würde man möglicherweise das knallhart zeigen, mhm. um die Leute zu schocken. Ich kann nichts für den Russen. Ich bin doch Deutscher. Mensch, quatsch doch nicht. Wer noch Mark in den Knochen hat, der kämpft. Ja, und wofür? Ich will dir sagen, wofür. Kapieren wirst du sowieso nicht, du Stück Plebs. Für meine Soldatenehre. Dann krepier dafür, du. Komm mit, Werner. Jetzt soll alles falsch und umsonst gewesen sein? Ich kann nicht. Los, fangen wir ab. Wie der Kerl wieder verrückt spielt. Von jetzt ab wird jeder Verräter abgeknallt. Und wenn's mein bester Freund ist. Dass der Film bis heute nichts an seiner Aktualität verloren hat, liegt wohl vor allem daran, dass über Werner Holt versucht wird, Fragen zu beantworten, die sich jede Generation stellt. Was ist Ehre, Nationalstolz, Gewissen? Und solange es Kriege gibt, wird der Film auch nicht an seiner Aktualität verlieren.